So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich glaube gerade, wir als Retailbank müssen aktiv mit den Sorgen, Problemen und der Verärgerung der Bürger umgehen. Für uns ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir haben das auch dieses Jahr wieder geschafft, und sowohl die Mitarbeiter als auch unsere Kunden zufriedenzustellen. Die Zahl der Kunden ist weiter gewachsen mit 300.000 auf fast 7,5 Millionen Kunden. Die Bilanzsumme ist zum ersten Mal die 100-Milliarden-Marke überschritten auf 109 Milliarden. Das Geschäftsvolumen mit 166 Milliarden, auch eine neue Rekordhöhe, 154 Milliarden auf 166. Und das Ergebnis vom Steuer in diesem Jahr auf eine stolze 660 Millionen Euro. Aber mit all der Diskussion über Ziffern und Ratios geht es immer noch um den Kunden. Und die Kunden wollen einfache und transparente Produkte. Wir glauben, dass wir mit dieser Strategie, die man umschreiben kann als einfach, schnell und günstig, hervorragend aufgestellt sind. Dazu kommt nochmal, dass wir keine Mitarbeiter haben, die provisionsgesteuert werden. Also bei uns hat man nicht das Risiko, dass man in unseren Kundendialog anruft und dann, wenn man aufhängt, denkt, verdammt nochmal, das Produkt hätte ich nicht kaufen wollen. Ich glaube, mit dieser relativ einfachen Strategie haben wir auch gesagt, wir sind tatsächlich anders unterwegs. Und ich glaube, damit wollen wir eigentlich sagen, dass wir tatsächlich erfolgreich anders sind. Wir machen es anders und wir machen es schon sehr lange anders. Und unsere Erfolgsgeschichte ist sehr zuverlässig, also nicht irgendwie ein kurzfristiges Phänomen. Sagen wir mal das über die vergangenen 10 Jahre. Ich habe schon gesagt, das Wachstum war beeindruckend, würde ich sagen. Vom, sagen wir, 800.000 Kunden auf fast 7,5 Millionen Kunden in 10 Jahre Zeit. Von etwas über 600 Mitarbeiter bis fast 3.000 Mitarbeiter. Und 10 Milliarden Geschäftsvolumen auf 166 Milliarden Geschäftsvolumen. Und den letzten Schritt, den wir dazu gemacht haben, um den Gesamtbank darzustellen, war die Integration von das Unternehmenskundengeschäft, das wir schon in Deutschland hatten, ab dem 1. September vergangenen Jahr. Aber es geht uns nicht nur um die harte Ziffer. Wir haben auch noch ein gesellschaftliches Engagement und wir sind uns sehr bewusst von der Verantwortlichkeit, die wir haben in die Gesellschaft. Wir haben das Programm We Care schon vor vielen Jahren angefangen innerhalb des Unternehmens, wobei Mitarbeiter einen Verein vorschlagen können, wo sie ehrenamtlich unterwegs sind, und die DiBa wird er dann unterstützen mit 1.000 Euro. Haben wir uns entschlossen, das We Care-Programm auch nach außen, die Außenwelt auszubauen. Und das heißt DiBa, du und dein Verein, es ist jetzt auch mal 1.000 mal 1.000 genannt worden. Ja, wir wollen eigentlich zeigen, dass heute auch nicht in der Fläche mit Filiale vertretene Banken bis in die kleinste Region nahe an den Menschen sein und deren geschäftliche Aktivitäten fordern kann. Also wir sind nicht weit entfernt, nur weil wir keine Filiale haben. Wie gesagt, es war ein rasanter Erfolg. 19.000 Vereine haben mitgemacht. Mal gut, einen kurzen Ausblick auf 2012. Die Unsicherheit ist um uns herum, überall, ob es nun über Euro geht oder es gibt über Occupy-Bewegungen. Es gibt da viele Unsicherheiten. Wir müssen irgendwie damit klarkommen. Ich glaube, wir werden das sehen bei allen Banken. Aber ich habe Ihnen hoffentlich ein bisschen erläutert, dass wir da besser aufgestellt sind als auch alle unsere Wettbewerber. Und damit sind wir wieder auf Ziffern und möchte ich gerne das Wort an Bas geben. Gut, nachdem wir jetzt gehört haben über die erfreuliche Geschäftsentwicklung von der DiBa in das Jahr 2011, möchte ich gerne etwas näher eingehen auf die Zahlen in 2011. Und ich kann schon vorwegnehmen, auch aus Zahlensicht war das ein sehr zufriedenstellendes Jahr. Die Bilanzsumme erstmal über die 100 Milliarden Marke, deutlich über die 100 Milliarden Marke. Und wir werden gleich sehen, welche von unseren Kernprodukten da am meisten beigetragen haben. Das Ergebnis vor Steuern, über 600 Millionen für das erste Mal und deutlich über die 600 Millionen. Ich möchte jetzt noch mal kurz die 5 Kernprodukte, die Highlights erwähnen. Überall 2-stellige Wachstumsrate, außer das Sparprodukt. Aber da ist die Basis natürlich am größten. Und ja, das ist eigentlich der Grund, dass wir als Bank sagen können, das war ein sehr zufriedenstellendes Jahr für uns.